Hallo, ich baue heute das neue Bordeaux Granit X Plus 6500 an mein Fahrrad an. Und wir werden das jetzt einfach mal das Schloss aus der Verpackung holen, schauen, was da alles drin ist, was wir vielleicht noch an Werkzeug brauchen und dann anbauen. Das ist die XL-Version mit 110 cm Länge. Und an einem anderen Fahrrad haben wir die kurze mit 90 cm angebaut. Das zeigen wir mal im Vergleich in einem anderen Video. Heute geht es erstmal darum, das Schloss jetzt anzubauen ans Fahrrad. So, da ist ein Schloss, eine Montageanleitung, solche Bänder zum Festmachen. Das ist eine Version mit Klickhalterung. Sonst werde ich mal gucken, wo wir da eine gute Stelle finden am Fahrrad, die zu montieren. Aber ich sehe schon, da muss man am Fahrrad noch die Schrauben für den Flaschenhalter abbauen, damit wir überhaupt das dran setzen können. Die XL-Version ist relativ groß und schwer und deshalb kann man die nicht am Flaschenhalter befestigen. Die 90er-Version hat gleich da die entsprechenden Bohrungen, sodass man die dort festschrauben kann. Aber das große Schloss könnte eventuell sonst den Rahmen beschädigen und deshalb hat das auch keine Bohrungen jetzt hier mit drin. So, perfekt. Kann man einbauen. Jetzt gucke ich mal nach, wie das geht und dann können wir loslegen. Ah, hier steht es auch noch mal da an, ne? Bei der bis 85, also nicht 90 cm, sondern 85 cm, dann darf man das auch anschrauben, aber die 110er cm Länge nicht. So, da muss ich jetzt diese Streifen hier einbauen. Eins, Haken nach unten, zwei, so.
und hier durchschieben. Da sind so kleine Laschen. So, da hätten wir die erste Seite. Jetzt gucke ich hier nochmal rein. Ich gehe mal davon aus, auf der anderen Seite durchschlagen und das Ganze nochmal genau durchziehen. Und auf der anderen Seite durchfädeln. Ja, einmal bis durchziehen, das Ganze bis zum Anschlag. Hier wieder durchschieben. So, das ist Nummer 1. Genau so wieder durch die Lasche durchziehen und durchschieben. Ne? Mal gucken, dass die Plastnubbel hier dann alle richtig lang gezogen sind. Dann schließen die nämlich auch gut. Da macht man nicht so viel Kratzer am Lack. So, dann müssen wir noch festziehen. So, jetzt habe ich die ringsrum hier reingezogen auf der anderen Seite. Nochmal mit durchgezogen durch diese Plastnippel. Jetzt gucke ich nochmal, dass das alles schön weit gezogen ist. Und jetzt werde ich die einfach in den Schrauben festschrauben. So, erstmal ein bisschen oben, dann unten, damit sich das gleichmäßig fixiert. Fest. Auch fest. Gut. Das Fahrradschloss ist jetzt montiert und praktisch ist der Halter. Da braucht man bloß zur Seite drücken, dann geht das auf, dann kann man das einfach rausnehmen, das ganze Schloss. Ja, und dann wird es einfach aufgeschlossen. Der Schlüssel, wenn es dunkel ist, hat er sogar eine Beleuchtung. Und dann kann man das einfach öffnen, rausnehmen. Und das ist schön groß. Da kann man das auch um Laternenpfahl mal zwei Schlösser oder irgendwo anders. Zur Not gehen auch zwei Fahrräder zusammenzuschließen. Das finde ich richtig gut und genauso einfach geht das hier wieder rein. Einfach reinstecken, reindrücken in die Mitte und dann klappt das zu. Von Abus kann man auch die Schlüssel sich so fertigen lassen, wie zum Beispiel beim Elektrofahrrad der Akkuschlüssel ist, sodass man bloß einen Schlüssel braucht, um den Akku zu wechseln, wenn man das möchte,
und das Schloss zu bedienen. Das finde ich ganz praktisch. Aber das muss man halt vorher dann mit angeben, wenn man ein neues Elektrofahrrad kauft und holt sich nachträglich ein Schloss, dass das am Ende auch die identische Nummer hat, dass man wirklich beides gleichzeitig mit einem Schlüssel dann bedienen kann. An unseren anderen Fahrrädern haben wir auch von Abus Bordeaux-Schlösser, Faltschlösser montiert. Und das zeigen wir euch in einem anderen Video, wie das dort aussieht und wie die Halterung, was es da für Unterschiede gibt.